Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ich habe mich erstmal wieder zurückverwandelt. Im letzten Part sind wir ja als Krokodil ein bisschen umhergelaufen. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Runde rumschwimmen. Uns fehlt immer noch eine verdammte Note. Und ich kann halt echt nicht sagen, wo diese Note gelandet ist. Wo wir die vergessen haben. Ich bin immer noch der Meinung, dass die wahrscheinlich irgendwo unter Wasser ist. Aber irgendwo haben wir halt auch... Irgendwo haben wir halt auch so eine Kombo von 5 Noten nicht eingesammelt. Theoretisch müsste ich... Oh Gott, nicht der. Theoretisch müsste ich einfach nochmal nachgucken. So, ihr habt mir auf jeden Fall schon wieder ein paar neue Tipps gegeben. Ich soll mal mit Donkey Kong reden. Ja, irgendwie... Ich weiß nicht. Ich dachte irgendwie, der ist gar nicht Teil des Spiels. Habe ich hier eine Note vergessen? Habe ich... Ich weiß nicht. Habe ich hier irgendwo eine Note vergessen? Habe ganz unten... Ich hoffe es ja nicht. Ich hoffe es ja echt nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich da eine Note vergessen habe... Da kotze ich dir hier hin. Nee, aber... wäre halt nicht so geil. Weil ist halt... kein schönes Level, ne? So. Kann halt auch überall liegen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich die liegen gelassen habe. Aber irgendwo muss es sein. Ja, und es wäre halt echt richtig, richtig schade, falls wir jetzt irgendwie sterben sollten. Das alles nochmal einzusammeln, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, da wäre ich raus. Okay, eine Note. Nichtsdestotrotz, wir können ja wie gesagt auch mal mit Donkey Kong reden. Wir haben noch diese Quest, wo wir irgendwie Eier verschießen müssen. Und das hier sieht für mich halt auch so aus, als ob ich eigentlich ein Ei reinplumpsen lassen muss. Aber ich glaube, wir haben den Inhalt halt auch schon so bekommen, ne? Ich glaube, normalerweise ist es gedacht, du lässt dann Ei reinplumpsen, gehst dann mit dem Krokodil rein. Aber es ging halt irgendwie auch so. Keine Ahnung warum. Frag mich nicht. Auch erstmal einen Schluck Kaffee. So. Eine Note, Leute. Wir müssen die letzte blöde Note finden. Und das Doofe ist halt, ich kann nicht mal richtig schneiden dafür. Weil ich aktuell unter akuten Folgenmangel herrsche. Und ich möchte euch eigentlich gerne jeden Tag eine Folge liefern. So, hier drinnen war ja aber auch nichts. Aber wir hatten hier drinnen noch so einen Schalter gefunden, ne? Möglicherweise ist das ein Schalter. Möglicherweise aber auch nicht. Dementsprechend, also das hier sieht für mich halt aus. Ja. Hä? Das war jetzt in den verlorenen Wäldern. Okay, ist auf jeden Fall ein Schalter. Die Frage ist halt, hat das jetzt was mit dem da unten zu tun oder nicht? Das ist die große Frage. Hä? Rübst irgendwo einer im Hintergrund. Da ist auf jeden Fall ein Leben, das brauchen wir aber nicht. Oh nein. Oh nein. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Das ist schlecht. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, es ist vorbei. Ja, ich habe halt echt keinen Plan, wie ich hier den Jinjo... Jinjo? Jinjo heißen die, ne? Bekommen soll. I don't know. Ich bin halt jetzt aktuell noch der Meinung, das hat irgendwas mit den verlorenen Wäldern zu tun. Andere Ideen habe ich hier ehrlich gesagt aktuell nicht. Ist halt auch der letzte. Und dafür gibt es halt auch dann ein Puzzleteil. Nervig. Tja, alle solche Fragen, die ich aktuell noch nicht beantworten kann. Oh, shit. Da klingelt mein Wecker. Toll.
Okay. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. So, ein paar Eier brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen sehr viele Eier. Da ist eine goldene Feder. Du, du, du. Aber ändert halt auch nichts daran, dass hier überall keine Noten mehr sind. Ja, irgendwo habe ich sie vergessen. Vielleicht habt ihr es mir auch schon in die Kommentare geschrieben, wo ich diese letzte Note vergessen habe. Ja, toll. Dö, 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 dö. Mir kam es ja immer noch so vor, als ob die da irgendwo oben auf ihm drauf liegt hier. Könnte sein. Ah, super. Dö, 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 dö. Ah, geil, Leute. Die Musik ist wunderschön. Aber das ist halt auch das Einzige, was gerade gut ist. Ansonsten suchen wir uns hier gerade nur einen Aal nach der letzten Note. Mhm. Ja, die kann halt hier sein, muss halt aber auch nicht. Dü, dü, dü. Oh shit. Ja, okay, komm. Ab ins Wasser. Eigentlich hätte ich gesagt, da oben ist sie nicht. Ich denke wirklich, die liegt irgendwo vielleicht im Wasser noch rum. Dü, dü. Aber ich habe halt alles ziemlich gut abgesucht, muss ich sagen. Die unter so einer Wurzel ist hier. Unter so einer blöden Ranke. Aber ich sehe halt echt nichts durchschimmern. Kann hier echt nichts ausfindig machen. Jetzt muss ich erstmal wieder an die Oberfläche. Dü, 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 dü. Nee, halt echt kein Plan, ne? Wo soll denn hier die blöde letzte Note sein? Mm, mm, mm. Ist sie extra so mies versteckt? Versteh's nicht. Wir waren hier auch überall drinne, ne, in diesen ganzen Röhren. Auch als Krokodil. Also scheint mir so, hier unter Wasser ist erstmal soweit alles safe. Okay, wir gehen mal zu Donkey Kong und sprechen mal mit dem. Vielleicht ist doch irgendwo in Soras Höhle dann des Rätsels Lösung. Vielleicht haben wir wirklich genau an diesem Punkt irgendwo in der Eishöhle eine Note übersehen. Hier ist aber nichts. Reden wir erstmal mit Donkey Kong, würde ich sagen. Da oben vielleicht. Ach, alles kann möglich sein. Das Blöde ist halt echt, ich brauche Folgen, Leute. So, wir sollen mal mit Donkey Kong reden, wurde mir gesagt. Hey, Buddies. Habt ihr irgendwo Bananen? Sag uns, wie du das Spiel spielst, Junge. Ah, easy peasy. Es gibt hier irgendwo goldene Krokodile und du musst sie in zwei Türen schießen. Viel Glück. Das ist nicht richtig. Mein Chamäleon-Freund. Kann ich aber mit ihm reden? Ich will es nochmal hören. Okay, scheinbar nicht. Ah, ich muss also... Ja, und hier? Das Game? Wie spiele ich das? Hätte ich hier als Krokodil mal reingemusst, oder wie? Oder kommt hier einfach das Puzzleteil dann raus? Mann!
Also hier sind zwei Krokodile versteckt. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe halt auch echt viele, wenig Eier. Sehr, sehr wenig Eier. Also unten, die brauchen auf jeden Fall nur ein Ei zum Öffnen, wie mir scheint. Ach komm schon. Kann doch nicht in Ernst sein. Was ist das für ein blödes Spiel, ey? Bing. Ah, und dem muss ich jetzt ein Ei reinschießen, oder was? Ach, Herr Jemine. Great shot. Nothing to it. Find me friends on level 2, 3 and 4. Remember, you can aim better with the top C button. Yeah, verbal that. Who you're calling are bad. You're... Was? Was? I don't know. Toll. Wow. Wow, wo soll ich denn die ganzen Eier hernehmen? Also ehrlich, wo soll ich denn die Eier hernehmen, die Eier? Ich hab vielleicht auch das Level schon dafür verkackt, oder? Kann das sein? Okay, da ist er. So. Jo, okay. Level 3. Wir haben noch 9 Eier. Ich glaube aber nicht, dass... Okay. Oh, warte mal. Doch, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir brauchen den ja nur noch... Wir haben ja schon die Orte gefunden. Ja, wir schaffen das doch. Oh Gott. Auch wenn es echt ein komisches Spiel ist. Shit. So. Ja. Nein. Okay. Und Level 4 noch. Wird es halt noch schneller, ne? Genau. Ah, jetzt verstehe ich das auch endlich. Alles klar. So, jetzt ist das wahrscheinlich einfach nur noch eine Glückssache. Und ein bisschen weiter nach. So. Okay, Gams. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Was? Nein. Jetzt braucht er da auch noch ein Ei. Oh nein. Ich habe nur ein Ei. Oh, komm, das war doch perfekt. Willst du mich veräppeln? Das war perfekt. Wenn ich jetzt rausgehe, muss ich es aber nicht wieder neu machen, oder? Ich hoffe, der sitzt da noch die ganze Zeit. Bitte, 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 bitte. Ich muss nur ein paar Eier finden. So ein oder zwei. Oh Mann, bitte, bitte. Okay, der wartet jetzt auf sein Ei. Oh, wie mies ist denn das? Es hätte doch voll gereicht, oder? Alter, also du brauchst wirklich sehr viele Eier. Hab's verstanden. Aber jetzt müssen wir halt Eier finden. Und hoffen, dass irgendwo die letzte Note auch noch auf uns wartet. Mann, so viele Sachen. Wir sind so richtig am Ende aktuell. Uns fehlt der letzte Jinjo, uns fehlt die letzte Note, uns fehlen Eier, um den zu, um das abzuschließen. Richtig nervig alles. Okay. Da komme ich auch nicht hin. Ich
glaube, da muss ich mit einem... Ja, vielleicht so muss ich da hinspringen. Könnte ich mir vorstellen. Ha. Ja, wo finde ich jetzt noch ein paar Eier? Ich glaube, ich habe eigentlich an Eiern schon ziemlich alles ausgeschöpft, was man finden konnte. Ich werde mal noch hier durch die Höhle hochgehen. Vielleicht finde ich da noch irgendwo Eier. Beziehungsweise durch diesen... auf diesen Vorsprung mal runterspringen. Ansonsten, ich kann ja nirgendwo Eier herbekommen, oder? Ich kann jetzt nicht das Level verlassen, dann ist ja vorbei. Ich muss ja normalerweise mit den Eiern klarkommen, die ich habe. Right? Das hört sich mal ganz komisch an, wie ich hier über die Eier rede. Okay. Hier war auf jeden Fall nichts weiter. Hier müsste auch erstmal nichts sein. Und hier geht es dann ja direkt zu der Wand, wo man hochklettern muss. Richtig? Und da waren aber auch keine... Da ist eine Note, Leute! Okay, wir haben zumindest die letzte Note. Das ist mir schon mal... Oh, shit. Das ist mir schon mal viel wert. Man von hier ja nicht mal sehen. Das heißt, ich muss eigentlich... Gott, ey, jawohl. Nein! Oh Gott, ja, okay. Wir haben zumindest die 100 Noten. Das ist doch schon mal was wert. Okay, Feder ist noch da oben. Leute, jetzt brauche ich eigentlich nur ein paar Eier. So, wo finde ich jetzt noch ein paar Eier? Zumindest die Noten, ey. Zumindest das haben wir. Ich bin echt froh, dass wir das wenigstens geschafft haben. Aber ich bin fast so der Meinung, wir müssen, glaube ich, das Level hier nochmal beenden. Müssen ein paar Eier sammeln. Und müssen, glaube ich, später nochmal wiederkommen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir den Jimjo da jetzt holen können oder nicht. Ich wüsste zumindest halt nicht, wie... wir haben in diesem Level 7 Puzzleteile. Es fehlen noch 3. Also wir bekommen von dem Krokodil höchstwahrscheinlich noch 1. Hier drinnen könnte ich mir vorstellen, dass wir auch noch 1 bekommen. Allein durch die Quest und durch den Jimju. Aber... Press A. Hä? Ist das irgendwie ein Hinweis? Press A plus... Plus was? Ist das ein Hinweis, wie ich da weiterkomme? Oh! Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Was? Ist das jetzt einfach nur so ein Joke, oder was? Bin mir noch nicht ganz sicher. Hier gibt's Eier. Ja. Aber hä? Gibt's hier jetzt noch ein Puzzleteil zu holen?
Okay, hier war ein Leben drin. Ich bin schon wieder mega verwirrt. Was? Das ist ein Affe? Muss ich irgendwie eine Bestzeit? Eier. Ja, Eier. Wir kriegen Eier, Leute. Dann können wir zumindest das Spiel noch abschließen. Jo, geil. Also ich hoffe, dass wir es abschließen können. Hier ist das Siegertreppchen. Nee, nee. Immer schön locker flockig bleiben. So, hier sind überall noch so Röhren. Er feuert mich an. Ich check's halt nicht. Warum? Was ist da los? Okay, noch ein Ei. Ja, Leute, ich würde aber sagen, wir beenden erstmal die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren. Und im nächsten Part geht's dann wieder weiter. Mit einer neuen Runde hier bei Banjo Kart. Was zur Hölle? Warte mal, da steht Exit drauf. Shit, ich wollte gar nicht in den Exit rein. Hä? Warte mal, aber egal. Das gehen wir, ja, das gehen wir im nächsten Part an. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.